Herzlich willkommen zurück zum Club 3, unser leider letzter Teil für heute Abend. Wir haben eine spannende Diskussion erlebt, vor allem zum Thema Antisemitismus, Nahostkonflikt, der uns auch in Europa einholt, wie man damit umgehen kann, auch was Integration betrifft und Wertediskurse. Die liebe Lena hat am Ende des letzten Teils in diesem Kontext Schwarz-Blau thematisiert, also eine mögliche neue Regierung. Das haben wir noch ein Jahr hin bis zur Wahl. Wir haben aber aktuell schon sehr viele, kann man durchaus sagen, innenpolitische Aufreger. Aktuell ein ehemaliger Kanzler, der alle Aufmerksamkeit auf sich zieht mit einem Prozess, der die ÖVP wahrscheinlich auch nicht generell erfreuen dürfte, weil jetzt diese Korruptionsaffären wieder in den Blickpunkt rücken. Kurz im Prozess. Wie hast du den verfolgt? Also ich fand ganz interessant, wie schnell der erste Teil vergangen ist, also wie schnell es da eine Diversion gegeben hat für Bettina Glas-Kremsner, was ja eigentlich bei so einem Delikt, der Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehen hat, was, glaube ich, auch eine gute Idee bei ihr war. Und die anderen beiden Herren haben also offensichtlich beschlossen, das durchzufechten. Und das, also so eine, wegen so einem Anlass und aus so einem Vorwurf eine derartige Auseinandersetzung zwischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und einem ehemaligen Bundeskanzler, das ist das Einzigartige für diesen Fall. Also das hat es, glaube ich, so noch nie gegeben, weil es wurde ja schon mal ein ehemaliger Kanzler auch einmal vor Gericht gestellt und so weiter und so fort. Also, aber das, diese ganz klar explizite Duellsituation zwischen einer Staatsanwaltschaft und einem Bundeskanzler mit seinen Getreuen, hat es noch nie gegeben. Und ich frage mich ein bisschen, was das mit dem Land macht. Ich halte es für nicht sehr gut, diese Zuspitzung, weil das natürlich eine Respekt, Unabhängigkeit, das alles ein bisschen untergräbt. Jetzt kann man nicht sagen, man muss jetzt den kurz deswegen verurteilen, damit quasi die Justiz wieder gut dasteht. So einfach ist es natürlich nicht. Aber ich bin gespannt, was da am Schluss rauskommt. Beschädigt wird einiges werden. Okay, auch die Justiz wahrscheinlich, oder? In der Vehemenz wahrscheinlich schon, ja. Es gibt ja auch die Vorwürfe, die WKStR sei politisiert, die Verfahren dauern ewig lange. Also man muss ja schon sagen, das Verfahren, Falschaussage, das läuft jetzt, glaube ich, 3 Jahre. Wobei, ich finde, das sind zwei verschiedene Dinge. Also das eine sind die viel zu langen Verfahren in dem Land, genau. Also das, da fragt man sich, für mich, bei welchem Sachverhalt, warum dauert das so lange? Und das andere ist sozusagen die Politisierung einer Behörde, die glaube ich persönlich nicht. Und ich glaube, dass das eine Behörde ist, die einfach beschlossen hat, hart durchzugreifen, genau. Und Dinge radikal zu ändern in dem Land, die vielleicht früher ganz normal waren. So, und man wird sehen, ob das Gesetz hergibt und ob das die Richter hergeben. Aber das sind... Es sind zwei verschiedene. Also die eine Kritik verstehe ich voll und ganz, da haben wir echt ein Problem. Es ist nicht so schlimm wie in Italien, aber es ist... Also, merkwürdig, weil man darf nicht vergessen, die Betroffenen sind dann jahrelang außer Gefecht. Und wenn sie dann freigesprochen werden, dann bleiben sie außer Späßen nichts gewesen. Also da haben wir echt ein Problem. Beim anderen glaube ich, das erleben wir jetzt gerade mich erinnere ein bisschen, als die Compliance-Regeln in Österreich verschärft worden sind und plötzlich die Leute angefangen haben, beim kleinen Braunen zu fragen, ob sie sich jetzt noch einladen lassen dürfen. Da war das am Anfang auch so. Vielleicht erleben wir jetzt gerade einfach eine Veränderung in den Umgangsformen und beim Thema Klein- und Großkorruption. Das könnte sein. Kann das sein, dass eine Art Katharsis einsetzt durch diese ganzen Prozesse und Entwicklungen und Debatten? Also ich finde, zunächst muss man sagen, für dieses Land wäre es extrem gut, mit Korruption Schluss zu machen und das aufzuklären, und zwar in allem. Eben, das ist ja eins von den Verfahren, es sind ja zumindest medial mehr angekündigt worden in ganz anderen verschiedenen Kausen. Also wir reden ja jetzt tatsächlich über das Vergehen einer Falschaussage, aber ganz grundlegend muss man sagen, eine WKStA, die beschließt, hart durchzugreifen und zu sagen, nach all dem, was passiert ist, und wir haben ja auch gesehen, die Menschen in diesem Land haben Vertrauen in die Regierung, ins Parlament verloren, ist das fast notwendig, damit man in irgendwie auch sieht, was war da wirklich und damit überhaupt möglich ist, so etwas wie ein demokratisches Verständnis wieder aufzubauen und auch Menschen abzuholen. Wobei, dass das Misstrauen so zugenommen hat und das Vertrauen verschwunden ist, hat natürlich auch ganz extrem mit den Corona-Jahren zu tun. Also das darf man nicht ganz vergessen. Und da bin ich immer ein Ratloser, weil ich weiß eigentlich nicht, man hätte es besser erklären müssen, man hätte andere Maßnahmen setzen müssen können vielleicht. Aber wie eine sozusagen Regierung, egal welcher Couleur, durch diese Jahre gekommen ist, ich
gibt kaum ein Land, wo es wirklich viel besser aber war. Aber Tatsache ist, dass es stimmt. Also das ergeben ja auch diese Umfragen nach den Landtagswahlen. Nein, Entschuldigung, nach den geschlagenen Landtagswahlen. Ja, die Wahlmotive. Und da kam schon bei den letzten Landtagswahlen raus, das Corona haben sie ihnen nicht verziehen. Die haben gesagt, ihr habt uns eingesperrt. Und das geht gar nicht. Und ich glaube, dass das nach wie vor noch nachhängt und das auch dem, sind wir wieder bei dem Blauen, dem Kickl, dann letztlich in die Hände spielt. Auf jeden Fall. Nach wie vor, ja. Aber noch ganz kurz beim Herrn Kurz zu bleiben. Der Prozess hat ja enorme Aufmerksamkeit. Wie sehen das die NEOS? Wie sehen das die anderen Parteien? Da kommt man nicht wirklich durch mit seinen eigenen Themen in den Medien. Ja, das ist schade, dass man mehr über Korruptionsverfahren berichtet als über unseren 50-Punkte-Plan für Integration. In dem Fall ist es Falschaussage. Aber über halt inhaltliche Themen. Ja. Das find ich schade. Aber ich finde auch, also wir haben die zur politischen Aufklärung beigetragen und ich glaube, jetzt braucht man auch nicht viel mehr dazu zu sagen, als dass wir haben unabhängige Gerichte in Österreich, da glaube ich daran, im Gegensatz zu anderen politischen Parteien, da bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube auch daran, dass unsere Staatsanwaltschaften im Grunde sehr ordentlich und sehr sauber arbeiten, dass Fehler passieren können, ja, wo passieren keine Fehler, aber dass da eine große Intrige und Weltverschwörung passiert, daran glaube ich persönlich nicht. Wenn das andere glauben, dann ist das ihnen überlassen. Und meine grundsätzliche Haltung ist, es gibt Gesetze in Österreich, wir sind ein Rechtsstaat. Und wenn Menschen, insbesondere Politiker mit einer Vorbildfunktion, Gesetze brechen, insbesondere um selbst oder mit der eigenen Partei besser voranzukommen, sich einen Vorteil zu erschleichen, finde ich, sollen sie die volle Härte des Gesetzes spüren. Wir brauchen, glaube ich, viel härtere Korruptionsgesetze in Österreich, strengere Korruptionsgesetze. Es müssen auch mehr Bereiche umfasst werden. Und ja, das stimmt schon, dass die WKStA jetzt da sozusagen auf Bereiche aufmerksam wurde, Inserate zum Beispiel, wo jahrzehntelang Politikerinnen und Politiker das irgendwie so auch gemacht haben. Nur ich finde das ein bisschen eigenartig, die Einstellung, man tut etwas, wo man irgendwie schon weiß, das ist nicht in Ordnung, deswegen vertuscht man es ja auch, macht es im Geheimen. Also das ist nicht in Ordnung, das ist kriminell. Und sagt dann, ist aber gemein, dass ich jetzt da angeklagt werde, weil die anderen haben es auch schon alle so gemacht. Also so funktioniert halt unser Rechtsstaat. Ja? Also die verfolgen halt die Dinge, wo Evidenz dafür da ist, wo Beweise dafür da sind, wo genug dafür da ist, Anklage zu erheben. Aber ich glaube, wir und auch ich will jetzt da das Verfahren und Sebastian Kurz nicht kommentieren. Das ist die Entscheidung des Richters und dann vielleicht des Rechtsmittelgerichts, aber nicht die Entscheidung der Öffentlichkeit. In einem anderen Korruptionsgeschehen in diesem Land, nämlich beim Thema Umwidmungen, gibt es uns eine sehr interessante Folge, dass die Immobilienentwickler davor warnen, dass jetzt quasi nichts mehr umgewidmet wird in dem Land, weil natürlich alle Panik haben, dass sie bei irgendwelchen Umwidmungen vielleicht dann in irgendeiner Weise negative Berichterstattung mit sich ziehen könnten und deswegen besonders vorsichtig sind. Und deswegen wird jetzt ab sofort, meinen die Bauträger und die Immobilienleute, weniger umgewidmet. Keine Ahnung, ob das stimmt, ich fand es einen sehr interessanten Gedanken, wäre auch sehr österreichisch. Ja, aber vielleicht auch nicht so schlecht, wenn weniger Boden versiegelt wird in Österreich. Also, ja, aber ich glaube, Wohnungen in Wien werden man trotzdem bei dem Zuzug weiterhin brauchen. Nein, das stimmt schon, aber auch da, ich meine, diese Beispiele, die auf dem Tisch liegen, auf der einen Seite von der roten Seite und von der schwarzen Seite, die sind so, also das ist ja so augenscheinlich, dass das einfach nicht in Ordnung ist. Jetzt finde ich auch die Sorge zu sagen, das kann man gar nichts mehr umwidmen, ja, weil sonst sind wir da alle mit einem Bein im Kriminal. Also ich finde das schon ein bisschen übertrieben, weil sicher gibt es Graubereiche und deswegen könnte man auch darüber reden, die Raumordnung in Österreich zu reformieren und unser System, das einfach sehr viel Verantwortung und auch Last zu den Bürgermeistern gibt und zu den Gemeinden. Ja, das wäre ein guter Anlass, darüber zu reden, aber jetzt so zu tun, dass jede Umwidmung gleich ein Fall für die WKStA ist, halte ich für ein bisschen. Ist es ähnlich, die WKStA ermittelt ja in dem Fall noch nicht. Stimmt. Ich weiß, es wird ein Anfangsverdacht geprüft, ob was rauskommt, wissen wir nicht. Aber für mich zeigt es schon auch dieses, ich weiß nicht, wie es euch geht oder Ihnen geht, aber ich kenne das seit Jahrzehnten am Land, wenn du den Bürgermeister kennst und du brauchst irgendwo ein Grundstück für Umwidmung, naja, da hast du es halt. Aber ne? Das ist so spannend. Aber egal, ob das schwarze oder rote sind. Ja, genau, aber das ist gut? Das. Nein, es ist überhaupt nicht gut. Ich finde es gut, dass es jetzt diskutiert wird. Genau. Vielleicht um gleich da anzuschließen, also deswegen ist es doch gut, wenn wir eine starke Justiz haben, es ist gut, wenn wir von Kleingärten über was auch immer reden. Und gleichzeitig finde ich, wir sollten die großen Dinge nicht vergessen, nachdem in diesen letzten 3-4 Jahren politisch so unendlich viel passiert ist an Verfehlungen, nämlich eben reden wir nochmal über von Ibiza bis allem, was danach war. Ich kann nicht mal mehr alles aufzählen, weil es einfach so viel war und zwar parteiübergreifend. Und ich glaube, da gibt es ganz offensichtlich ein extremes Defizit in unserem System, das wir jahrzehntelang kennen und mit dem Argument, das haben wir ja schon immer so gemacht. Warum ist es jetzt plötzlich ein Problem? Und ich finde gut, wenn es jetzt
jetzt plötzlich ein Problem ist. Und dann sind wir halt jetzt diejenigen, wo das plötzlich ein Problem wird und sich politische Kultur auch endlich mal verändern kann. Weil dieses Land braucht eine politisch-kulturelle Veränderung, ganz, ganz, ganz dringend. Darf ich was Positives noch dazu sagen? Ich habe gesprochen mit einem, schauen, wie ich es so anonymisiere, damit es nicht so konkret wird, aber mit einem jungen Kabinettsmitarbeiter von der ÖVP. Wir haben gesprochen über diese Korruptionsgeschichten und so, ja, und diese ganzen Verfahren. Und dann habe ich gefragt, ja, ändert sich eigentlich was bei den Inseraten und so? Er sagt, na ja, manche Dinge werden jetzt schon halt irgendwie ein bisschen anders gemacht und so, aber er kann für seinen Bereich sagen, er hat seine Lehren für sich daraus gezogen. Er will damit, so wie es Generationen zuvor gemacht wurde, gar nicht so viele Generationen, Sebastian Kurz ist ja nicht so viel älter, aber Generationen zuvor praktiziert wurde, er hat seine Lehren daraus gezogen. Und das ist schon ein Mehrwert. Und er schreibt auch keine Chats mehr, wenn eine, oder? Hoffentlich. Ja, aber wenn eine Politiker... Das kann man nicht überwachen. Ja. Aber das ist doch ein Mehrwert, wenn eine Politikergeneration oder auch Menschen, die in der Politik arbeiten, jetzt auch groß werden und schon auch wissen, das ist eine rote Linie, die darf man nicht überschreiten. Ja. Vielleicht ist ein Lerneffekt, der erzielt worden ist, oder? Reden wir noch über die NEOS, oder? Reden wir noch ein bisschen über die NEOS, wenn wir schon... Kreuzfeuer. Ja, jetzt haben wir so viel über andere Themen geredet. Jetzt wollen wir natürlich über die NEOS reden. Da gab es einen interessanten Vorstoß heute von den NEOS, EU-Wahlrecht. Was kann man sich darunter vorstellen? Was habt ihr jetzt vor? Naja, wir glauben, es ist einfach sehr undemokratisch in unserem Land, wenn in Wien zum Beispiel ein Drittel der Bevölkerung nicht wählen darf. Ja? Und da geht es gar nicht darum, wer sind die, woher sind die, ist einfach ein Faktum. Ja? Wenn jeder Dritte, der in dieser Stadt lebt, die allermeisten von denen auch Steuern zahlen, einen Beitrag leisten, hier nicht mitbestimmen können, was passiert mit dieser Stadt, ist das, glaube ich, nicht gut und führt zu demokratischer Frustration. Auf beiden Seiten im Übrigen. Und deswegen, ich bin schon anderer Meinung als die SPÖ zum Beispiel. Die SPÖ will ja das Wahlrecht komplett verweichlichen und will sagen quasi, ich kenne jetzt den genauen Vorschlag nicht, aber wie ich das wahrgenommen habe, wirklich weitreichendst öffnen. Das finde ich jetzt schon kritisch. Ich bin schon der Meinung, dass das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft geknüpft sein soll. Aber wir sind halt erstens einmal der Meinung, dass der Zugang zur Staatsbürgerschaft leichter werden soll. Österreich gehört zu den Ländern, wo es so schwierig ist, die Staatsbürgerschaft zu erlangen, aus finanziellen Gründen, wie in fast keinem anderen Land der Welt. Und vor allem wollen wir den Kreis derer, die wählen können sollen, erweitern, nämlich Unionsstaatsbürgerinnen und Unionsstaatsbürger. Mhm. Wenn jemand, der aus Berlin ist, seit 15 Jahren in Österreich wohnt, und hier nicht Steuern wählen, zahlt. Ich meine, der spricht noch dazu perfekt Deutsch, der ist bestens integriert, der zahlt hier Steuern, im Schnitt sogar mehr Steuern als der durchschnittliche Österreicher, sozusagen ohne einem anderen Konnex zu einem anderen Land, der hier nicht wählen darf. Ich meine, das ist doch... Vorsicht mit dem Steuern, das klingt doch an Zensuswahlrecht, wenn der Steuern zahlt auf wählen. Ja. Aber ich glaube, es geht um das... Perfekt, dass Österreicher sprechen, glaube ich auch nicht. Jetzt haben wir den Hund leider gedreht. Ist kein Problem. Der hält das aus. Nein, aber ich glaube, dazu natürlich braucht es einen Umgang damit, dass so wenig Menschen in Österreich wählen können im Vergleich zu denen, die da leben. Wir haben alleine ein Legitimationsproblem. Und ich meine, bei der EU-Wahl ist es dann nochmal eine andere Thematik. Aber wir wissen, in Österreich ist die erstgrößte Gruppe die Leute, die nicht wählen gehen, weil sie nicht wählen gehen wollen, die zweitgrößte, die nicht wählen dürfen. Und ich glaube, genau da muss man ansetzen und sagen, demokratische Legitimation funktioniert nur mit Parteibeteiligung, funktioniert nur mit Partizipation. Da konkret anzusetzen und zu sagen, wie man das auch mit den Staatsbürgerschaften, ich glaube auch, dass Staatsbürgerschaften leichter zugänglich sein müssen. Aber, und ich glaube, das ist die große Frage, auch das ist was, das diskutieren wir seit wie vielen Jahren? Ihr könnt mir sicher helfen. Das Wahlrecht? Ja, ja. Für EU-Ausländer in Wien? Ja. Lange, vor allem auch in Wien, ja. Also ich glaube, das sind Debatten und ich bin einfach extrem ungeduldig, es tut mir urleid. Das diskutieren wir seit 10, 15, 20 Jahren immer wieder. Und das ist ein bisschen wie die kalte Progression. Ne? Ja, genau. Und die ist abgeschafft. Die ist abgeschafft. Ja, ganz, also kleine Schritte gehen. Aber wie schafft man es praktisch? Und ich glaube, auch da geht es wieder um eine Frage von politischer Macht und Mehrheiten. Und ich wünsche mir, dass wir über die Dinge nicht nur reden und nicht nur Pressekonferenzen und Mitteilungen machen, sondern dass wir es auch endlich schaffen. Müssen die NEOS einmal mitregieren auch, oder? Genau. Das war kandidieren jetzt Sie jetzt für Brüssel oder nicht? Genau. Wer? Ich meine die Europawahlen. Ja. Das ist ja bei uns nicht ein bisschen Kommissar nicht, habe ich gehört. Das ist ja bei uns ein bisschen anders als in anderen Parteien. Da wird das so in den Hinterzimmern entschieden, in den Vorständen. Bei uns gibt es ein... Der Nachteil ist es ein bisschen kompliziert, deswegen führe ich es jetzt nicht aus, aber gibt es einen offenen Vorwahlprozess, wo auch alle Bürgerinnen und Bürger mitstimmen können. Das passiert im Jänner. Und ja, dann werden Leute kandidieren und die Leute können gewählt werden, eben nicht von den Vorständen und vom Parteiapparat, sondern sozusagen von allen Menschen. Und ja. Sie unterziehen sich dieser komplizierten Ordnung oder diesem komplizierten Prozedere? Nein, also ich glaube, es geht vielen bei NEOS so, ich brenne für Europa. Europa war einer der Themen, die mich politisiert haben. Also ich war mit 15, habe ich das Glück gehabt, ich war
bin in Innsbruck aufgewachsen, auf akademische Gymnasium und die waren Teil. Ich auch übrigens. Ach so? Ja. Ach so, das ist ja schön. Da haben wir noch eine Gemeinsamkeit gefunden zum Schluss. Und da gibt es das Model European Parliament, eine super Sache. Die simulieren das Europäische Parlament für Jugendliche, ja, und schicken dann, kann man sich bewerben und wenn man da genommen wird, dann, wir waren zum Beispiel in Estland, Italien, da sind Menschen aus ganz Europa zusammengekommen. Das war das erste Mal, dass ich Europa gespürt habe. Also mich emotionalisiert, also mich hat das damals total emotionalisiert und auch ein Stück weit politisiert. Ich brenne für Europa, aber wir haben ganz viele gute Kandidaten und wir werden das dann sehen im Jänner und ich glaube, das wäre jetzt auch vermessen, dass ich oder einzelne Abgeordnete bei uns der Entscheidung, nämlich dem Souverän in dieser Frage, nämlich den Mitgliedern, den interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die mitstimmen, dem vorwegzugreifen. Aber das Interesse besteht. An Europa auf jeden Fall. Also auch an der Kandidatur. Schauen Sie, wie gesagt, also ich habe es schon gesagt. Ihr seid wirklich so böse. Ich meine es wirklich ganz ehrlich. Ja? Die Entscheidung ist bei uns immer noch nicht gefallen, wer kandidiert und wer ins Rennen geht, dass ich für Europa brenne, so wie auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel der Helmut Brandstätter, mit dem ich auch super zusammenarbeite. Das ist einfach noch nicht gefallen, die Entscheidung. Und wird im Jänner gefällt und wie sie auch ausgeht, sie wird gut werden. Ich glaube, wir sind die proeuropäische Partei in Österreich und das werden wir auch klar machen bei den Wahlen. Okay. Dann lassen wir das einmal so stehen. Wir sind gespannt, was sich alles weiterentwickeln wird. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Sendung. Wir könnten noch, glaube ich, stundenlang weiter diskutieren über andere spannende Dinge. Machen jetzt leider Schluss und freuen uns auf nächste Woche beim Club 3. Ich hoffe, Sie werden uns wieder gewogen bleiben und einschalten. Schönen guten Abend und danke unseren Gästen. Boom, boom, boom.